Aufbau der Zeltunterkunft an der Kranger Straße geht mit viel Unterstützung in den Endspurt. Hochla Mark. Haben Gabelstapler eigentlich Hupen? Egal. Ein herzhaftes Weg da tut's ja schließlich auch. Der Mann vom technischen Hilfswerk will mit der Palette, auf der sich 5 Matratzen stapeln, durch und er kommt durch. Zumal die Zeit und die Frage drängt. Kann man 1000 Betten an einem Tag aufbauen? So jedenfalls ist der Plan, sagt Andreas, COD. Der 35-Jährige vom Malteser Hilfdienst wird der Leiter der Flüchtlingsunterkunft auf dem ehemaligen RAG Holzlagerplatz an der Kranger Straße sein, wo das Land ein Zeltlager für 1000 Bewohner errichten lässt. Etwa 20 ehrenamtliche Malteser-Helfer und 50 Einsatzkräfte des THWs waren am Samstag angetreten, den Plan zu erfüllen. 500 hölzerne Stockbetten mussten zusammengebaut, 1000 Matratzen ausgepackt und aufgelegt werden. Das klingt nach viel Schweiß und nach Enthusiasmus. Am kommenden Sonntag, den 6. Dezember, sollen die ersten Bewohner kommen, hat man COD gesagt. Und er muss nicht großartig erklären, dass der Bettenbau nur der Beginn eines langen Endspurts markiert. Wulmer blickt auf dem Gelände. Überall lauert Arbeit. Und eben nicht nur in den 4 Großzelten, in denen jeweils 250 Menschen schlafen können. Doch so sehr die Unterkünfte im noch nicht bewohnten Zustand an Jugendherbergsverhältnisse erinnern, so leicht kann man sich ganz schnell vorstellen, dass diese Zeltlagerromantik in der Realität ganz schnell verfliegt. Von vielen Seiten hat sich schon Hilfsbereitschaft angekündigt.